Und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Fusa und wir spielen mal wieder Torchlight 2 zum zweiten Mal. Hey. Bei mir sind natürlich Eisenhut und Kopfgeburt, die mich durch den kompletten Dungeon ziehen. Hallo! Guten Tag! So, damit wir mal ein bisschen Testosteron in die Luft bringen. So, und da geht der Chauvinismus-Counter weiter nach oben. Ja. Ja, so chauvinistisch war das ja jetzt nicht. Ich weiß ja, nicht. Ja, gut, ein bisschen. Also, erstmal ein Portal zurück. Skillen gleich wieder in der Stadt, oder? Ja, in der Stadt. Ja, ich habe jetzt gerade schon geskillt gehabt. Ach, du Lümmel! Offscreen oder was? Nein. Noch in der Aufnahme. Während ihr da noch am Schwätzen wart, ob wir die Aufnahme jetzt beenden oder nicht? Ach, du Schlawiner, ey. Der Eisenhut, ne? Der hat seine Hexe an. Das ist... Oh mein Gott, eine Kiste! Eine Kiste, die mich angreift! Sie will mich essen! Ja, das hatte ich gerade auch schon, ein Kunststück. Jetzt, sie will Kumpel vor uns essen! wollen wir gleich... Gibt's da nicht so ein Stadtportal wieder? Ja. Ja, aber wollen wir nicht lieber... Achso, hier, die Quest können wir jetzt abgeben. Ja, das ist richtig. Nee, weil mir geht nämlich langsam der Platz im Inventar aus. Du kannst deinen Hund auch zurückschicken, ne? Ja. Zurückschicken? Ah, wie geht das denn? Aber ich habe auch... Indem du Sachen in sein Inventar packst und ihm sagst, er soll einkaufen gehen. Ja. Achso, okay, Moment. Kann man die irgendwie schneller rüber? Ah, mit Shift-Klick, okay. Zack, zack. Inventar ist ja wahrscheinlich auch wie. Oh, mein Inventar ist aber auch bald voll, sehe ich gerade. Meinst du noch ein bisschen? Ich muss gerade mal eben mein Inventar sortieren, sorry. Yo! Beep, beep, beep. Moment, der Schulterpanzer ist ja viel besser. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich fände es tatsächlich dann doch nicht schlecht. Wenn wir zurück in die Stadt gehen würden, um einfach zu leveln kurz, also um zu leveln, ich meine um zu skillen und Equipment und so weiter zu machen. Das sagst du, nachdem ich fast fertig bin, damit mal alles meinem Tier zugeben. Ja, komm, lass ihn zurück. Laufen wir oder ich weiß gar nicht, was weiter ist? Haben wir eine Karte? Ja. Ah, ja. Lass uns laufen. Ja, ich wollte gerade sagen, so weit ist es ja nicht. Ja, ich glaube, die Rolle lohnt sich nicht. Ist das der richtige... Ja. Ah, Eisenhut! Eisenhut verwandelt sich in einen... In einen Lederhut! Wolf. Nein! Hat sich in einen großen, bösen Wolf verwandelt. Aber Eisenhut, warum hast du so große Augen? Komm mal zum großen, bösen Wolf, Rotkäppchen. Mein kleines Leckerchen. Mäuschen, hör mal zu. Zum großen, bösen Rainer Kallmund. Kennt ihr noch, es gab damals bei uns hier bei einem Radiosender im Ruhrgebiet, also bei 1 Live, ich weiß nicht, ob ich das ja, was natürlich. Sagt. Ja, natürlich. Der 1 Live kennt man Alter, nicht Deutschland. Alter, ich komme auch aus dem Ruhrgebiet. Ja, ich weiß, das wusste ich ja noch nicht. Auf jeden Fall, liebe Freunde des Judengeschmacks, herzlich willkommen bei der neuen Folge Frittieren mit Kallmund. Heute gehen wir mal in der Sauna, denn da gibt es heute einen lecker Butter auf, Jus. Herrlich, wie das Fett sich in der Lunge ausbreitet. Ah. Scheiße. Ich fand das so geil damals. Was stimmt denn nicht mit dir? Ach, da an der Frage zerbrechen sich Ärzte seit Jahren den Kopf. Geburt. kriegt man aus Waffen die Edelsteine nochmal raus? Ja, nein. Ja, aber jetzt noch nicht. Die Typen kommen später erst, glaube ich. Dabei halte ich mir den Edelstein nochmal offen. Du kannst aber hier in dem Lager dann die Waffen zwischenlagern. Ja, das ist eine gute Idee. Oh, okay. Ich hing gerade für einen kurzen Moment. Ach, kein Problem. Ab einem gewissen Alter passiert das schon mal. Aha, ich weiß nicht. Das kommt von alleine. Komm, Geburt, wir gehen schon mal weiter. Ja, wir ziehen ihn ja sowieso. Ja, okay, ist okay. Das war jetzt wieder der ganz vorsichtige Wink mit der Berliner Mauer. Ja, bitte Eiszauberstab. Wenn die irgendwelche passiven Fähigkeiten haben, wie jetzt zum Beispiel Slowdown oder bei Feuerbrand, dann steht das auch da, oder? Und das ist jetzt nicht so, dass ich das von Element zu Element das Elementent. Ach, jetzt habe ich vergessen zu skillen. Moment, das mache ich jetzt eben. Ich pack mal alles in Vitalität. Ich krieg nämlich viel zu schnell aufs Maul. Hey, komm, Eisenhut, wir gehen vor. So, ich bin fertig. Und du? Ich bin am Verkauf. Ja. Bam! Boom! Wir gehen ja voll ab. Seid ihr jetzt echt wieder draußen? Ja, natürlich.
Ich hab ein Setteil bekommen von den grauenhaften Schultern. Mein Gott, das ist ja grauenhaft. Oh, das Geile ist, es bringt sogar 1% mehr Erfahrung. Ja! Wuhu! Yeah! Also ist mit dem Sprung, finde ich, einerseits praktisch, andererseits ziemlich nervig. Kriegst du das denn genau gesteuert, wo der hinspringt, oder? Ja, ich kann die Richtung steuern, aber ich kann nicht die Distanz steuern. Okay. Ja, Distanz ist, denke ich mal, immer die gleiche, oder? Ja, ja, das ist halt, man muss sich dran gewöhnen. Ich hätte eigentlich lieber irgendwie so ein Schild-Dash, weißt du, wo ich dann direkt zum nächsten Gegner springe. Ja, gut, das wäre dann aber zu einfach. Vielleicht kommt er ja später, ich weiß gar nicht, wie dein Skill-Tree so aussieht. Also bis jetzt läuft es darauf hinaus, dass ich gleich irgendwann so Begleiterwölfe kriege, die dann Schaden raushauen. Cool. Cool. Ja. Lass mal auf den Booster warten. Ja, ich wollte gerade sagen. Sonst sind wir gleich ganz am Ende und der muss hier durchlaufen und sammelt nur noch Loot. Und sind schon in Level 30, ja, der wird sowieso nur Loot. Lass mal auf den Booster warten, sagt er und geht einfach nur in die nächste Abzweigung entlang und geht weiter und knödelt weiter Gegnerblatt. Ja, hier ist doch eh nur eine Sackgasse. Ach ja, ist schön, dass ich, ja, dann lass dich doch nicht immer ziehen und tu was für dein Geld. Ja, würde ich ja. Würde ich ja, aber ich habe keine Lust. You got it. Oh, da fällt mir ein, ich könnte mal meinen Heilgut beschwören. Wo ich gerade so deine Lebensanzeige sehe. Ich komme! Yay! So, bei der Karte zoome ich mal raus, weil irgendwie so ganz nah rangezoomt bringt mir die auch nicht viel. Kannst oben so eine Minimap machen, der reicht eigentlich. Ja, ich hab die Minimap, nur da war nicht rausgezoomt, da war noch sehr stark reingezoomt. Wo seid ihr? Hier ist eine kaputte Brücke. Oh mein Gott. Geh einfach den Weg weiter. Da, wo wir vorhin lang gegangen sind. Du alte Butterbirne. Mein Junge, ey. Ihr seid so gemein zu mir. Was? Nö! Eisenhut, tut Eisen gut. Ja, Puppe, jetzt gehen wir mal hier richtig Action machen. Und weil wir auf Diät sind, frittieren wir heute mal nur einen Salat. Okay. Ich würde unbedingt mal gerne, das ist ja irgendwie in Schottland momentan total Mode und überhaupt in Großbritannien Sachen zu frittieren. So frittierte Schokoriegel essen, das soll ja super lecker sein. Mmh. Wie kriegt man das hin, ohne dass sie schmelzen? Ja, da ist so ein ganz spezieller Teig irgendwie drum. So ein Bierteig, der das vor Temperatur schützt und das wird dann wahrscheinlich nur ganz kurz frittiert. Ja, genau, das gibt's auch mit Eiscreme zum Grillen. Boah, geil. Da hast du dann so ein, hast du so ein Eischneezeug da drum und, Also anstatt quasi mit Schoko überzogen? Ja, wird dann da irgendwie so Eischnee drum gemacht und der Eischnee, der härtet halt so schnell aus, dass das Eis gar nicht erschmelzen kann. Krass. Verstehe. Übrigens, meine Damen und Herren, falls Sie es nicht gemerkt haben, wir haben die Schwierigkeit nicht hochgestellt. Ich weiß nicht warum, ich wollte eigentlich, aber die Jungs meinten, nö, wir trauen uns nicht. Ja, genau, wir waren's. Was denn? Ach, nichts. Was stimmt denn nicht? Alles gut, schon okay. Chat hier, ne? Schwing! Nervt. Wer nervt? Geht der weg? Oh, ein Wegpunkt habe ich aktiviert. So, jetzt ist das Ding weg. Was? Ich bleib einfach, ich bleib bei Kopfgeburt. Hui! Duken! Meint ihr, es kommt der Tag, wo wir zu einem Team zusammenwachsen und uns absprechen bei dem, was wir tun, oder? Nein. Also okay. Nicht in diesem ursprünglich, als das anfing, dass wir mehr miteinander machen, hatte ich mal so die Idee, hey, man könnte doch so ein richtig schönes Kollektiv mit den Jungs gründen, aber das weiß ich nicht. Ja, das kenne ich, das Gefühl. Ein Kollektiv? Was? Genau deswegen. Ja, wenn wir uns in einem, wie beim Borg-Kollektiv, der Intelligenz der anderen bedienen, dann wird das nicht. Ja, denn das hier ist ein Bossgegner, falls du es nicht wahrgenommen hast. Ich bin zu müde für die Scheiße hier. Heißt das nicht, du bist zu alt für diese Scheiße? Nee, in meinem Fall bin ich nur zu müde. Bäm! Hui, was hab ich denn da? Ein Gift genug Steinkorn. Nicht zu verwechseln mit dem Doppelkorn. Mit dem Doppelkorn.
Mein Gott, wie viel. War zu Frühstückskorb. Ja, damit das Zittern weggeht, erstmal ein Herrengedeck zum Wach werden. Quatsch, lecker, lecker Wurzelbieter. Meine sehr verehrten Zuschauer, liebe Damen und Herren, ich muss mich leider entschuldigen. Der Herr kommt aus einer Region. Ich hab keine Ahnung. Brandenburg. Hinterste Dorfprominanz. Wer ich? Fusa mit seinem Wurzel, was auch immer. Ach so. Wurzelpeter. Also erstmal wird Wurzelpeter in Berlin hergestellt, mein Freund. Trotzdem kommst du nicht aus Berlin. Ich hätte hier... nicht aus Berlin. Ich hab ja eine Quest. Oh, jo, die nehme ich auch mal an. Ich hätte für unsere Grand Dame hier vielleicht zwei Zauberstäbe. Oh. Kann ich dich hier anhandeln? Nee, ne? Geht nur außerhalb. Doch, das müsste gehen. Etwa dein Zauberstab und der Zauberstab. Ah, da, handeln. Oben links auf das Profil klicken, genau. Ja, Moment. So, handeln. Nimm an. Ja, ich nehme an. Nimm ich an. So, ah. Kopfgeburt möchte The Girl seinen Zauberstab geben. Ja, hier. Oh, das ist aber ein großer nicht identifizierter Ja, du musst ihn erst identifizieren. Da ist eine Überraschung drin versteckt. Ich habe tatsächlich noch einen, der ist mir gerade runtergefallen. Oh, jetzt habe ich den Sarg aufgeschlagen, jetzt sind hier ganz viele Gegner. Oh, komisch. Mensch, nicht mal in Ruhe seine Ausrüstung checken kann man mehr. Ja, nicht mit Commander. Lutschen, bis das Weiße kommt. Ich bin die Schöpfe. Ja, die Lümmel. Ich habe den Portal aufgemacht. Ich habe mich verklickt, okay? Naja, hast du dich verklickt und dann war's? Ich habe ja die Tasten genommen. Wie kannst du dich dann verklicken, wenn du die Taste genommen hast? Naja, ich habe auf 7 anstatt auf 8 getippt. Verstehst du? Nee. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Was ist denn bloß los hier? Ich wollte gerade sagen, ausnahmsweise war mein Ladebildschirm diesmal auch relativ lang. Aua! Ich hätte mich doch ich sterbe, du Idiot, nennen sollen. Hey. Oh, hey, wie kommen die denn hier rein? Oh mein Gott! Nein! Ich wollte gerade sagen, kann es sein, dass du gerade wieder ganz woanders hingehst als wir? Und deswegen wieder stirbst? Das Tor ist einfach plötzlich neben mir aufgegangen. Natürlich! Das Tor ist einfach plötzlich aufgegangen, nachdem ich draufgeklickt habe. Das ist absolut unintuitiv. Ich habe nichts gemacht! Du. Ich hab nichts gemacht. Was hab ich denn? Ja. Oh, jetzt hab ich auch die grauenhaften Handschuhe. Jetzt hab ich schon zwei Set-Teile. And when everybody said, the bird of the world. Das erste Set kriegt man relativ schnell. The bird of the world. The bird of the world. Ich weiß noch, wo Peter bei Family Guy irgendwie von so einer Klage oder was das ganze Geld genommen hat und in einen Werbespot gesteckt hat. Und dann steht er da so im Anzug: 65% of America is not aware that the bird is the world. Ja. Das hat sich ja irgendwie durch die ganze Staffel gezogen. Ja. Und dann, wo Peter da so am Abtanzen ist und so, und dann fällt er so auf den Boden bei dieser Stelle, und dann Brian geht so hin und dann: Peter, are you alright? Und dann ist du so: Brian, don't! Und dann fängt er wieder an: So ein Quatsch. Everybody said, bird the word, bird is the word. Ich fand das ziemlich metal, dass die Skelette sich hier gerade die Schwerter aus dem Brust gezogen haben und ich jetzt deswegen fallen sterbe. Kann es sein, dass es Bossgegner sind? Na, das sind glaube ich einfach nur sehr starke Gegner. Don't you know about the word? Everybody knows that the bird is the word. Wie wär's mal, wenn Damage das Word wäre? Das würde uns hier, glaube ich, ein bisschen mehr helfen. Was soll ich denn noch machen? Kann ich ausgleichen, dass Wusa nicht kämpfen kann? Ich wollte eigentlich gerade sagen, Copyright Claim Incoming, aber ist okay. Copyright was? Copyright Claim. Für unsere schönen Gesangskünste. Nee, das passiert nicht. Das hatte ich schon bei Fallout 4 damals. Was hast du denn da gesungen? Ja, weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall gab es keinen Copyright-Claim. Wieso hast du Fallout 4 gemacht? Und wir sehen davon nicht, was ganz genau.
weil das mein allererstes Let's Play war und das auch noch A, Ewigkeiten her ist und B, von der Moderationsqualität her, sagen wir mal, nicht mit heute vergleichbar ist. Hast du es wenigstens aufgehoben, archiviert? Ja, nee, das ist online. Kannst du angucken. Echt? Ja, natürlich. Denkst du, ich pack das weg? Oder was? Mach ich Foto durch Facebook. Es gibt ja viele, die löschen dann ihre ersten Sachen wieder, archivieren die aber dann auf dem Computer. Ach nö, ich... Und hauen die dann später nochmal raus. Ey, ganz ehrlich, warum soll man seine Sachen löschen? Ja. Also ich meine... Ist ja auch so ein bisschen... Also ich fand's ganz lustig, mir die Sachen mal wieder anzusehen und mir zu denken, mein Gott, was habe ich denn da gemacht? Das denke ich mir mal, wenn ich mir meine ersten Folgen... Das denke ich mir immer, wenn ich mir Folgen mit euch angucke. Mein Gott, was habe ich denn da gemacht und warum sind die anderen alle viel besser als ich? Ich habe jetzt zweimal die gleichen Schultern, Spalthufmantel, kann die aber nicht tragen, weil ich zu low bin. Achtung, da kommt was von hinten! Wer ist es? It's the world. Mhm. Na, was kommt da? Es kommt direkt auf uns zu! Ja, schnell, verringere ihre Anzahl! Okay, ich glaube, ich pack die Tränke doch mal irgendwie auf andere Shortcuts. Hast du die nicht auf 1 und 2 liegen, dass du die ganze Zeit im Griff weiter hast? Ja, genau. Jetzt ja! Gesundheit. The bird is the bird. Gesundheit. Oh, Gegner, also Bossgegner. Fick sie! Arschkratzer! Arschkratzer! Butt Scratcher! Air Scratcher! Butt Scratcher! Wann war eigentlich der Tag, dass wir auf den Pete-Smith-Humor gefallen sind? Keine Ahnung. Der Tag, an dem wir zum ersten Mal nüchtern spielen? Oh, das fühlt sich auch irgendwie total schrecklich an. Ja, echt, ey. Mein Charakter, der zittert schon hier. Also das ist jetzt tatsächlich das erste Mal seit langem, dass ich die Pete-Smith dann aufnehme. Das fällt mir gerade mal auf. Dass du was? Dass du aufnimmst? Dass ich aufnehme und nüchtern bin. Sehr gut, Eisenhut. Bildungsauftrag. Ja, ein Kollege. Das ergibt sich halt immer so. Ihr macht das immer an Tagen, weißt du? Und zum Beispiel am Montag. Wo ich halt nicht anders kann. Ja, gut, Montag, der Montag, der ist eine Ausnahme. Da, den Tag muss man ja irgendwie erträglich gestalten. Nee, es ist halt, ne, ich bin Student, ich darf das. Ja, dann. Was mein Begleiter ist? Das ist, wenn der, also der stirbt nicht, der flieht dann für einen Moment. Okay. Ich würde mal gerne eben kurz mein Inventar ausmisten, weil... Ja, das hatte ich für keine schlechte Idee, meinst du nämlich auch voll. Und ich glaube, ich nutze die Gelegenheit, um mal eben zu skillen, damit ich mein Damage mach! Damage! Ich weiß gar nicht, ihr seid beide Level 8, was bin ich denn für ein Level inzwischen? Ich bin Level 7. Haha, ich bin so schlecht. Ich habe hier noch einen unidentifizierten Zauberstab, falls du Interesse hast. Nein, dein anderer Zauberstab ist ja noch nicht mehr identifiziert. Eins nach dem anderen. Ja, jetzt wird gar nicht gierig. Ich wollte ja nur was Gutes tun, aber bitte, wenn Madame nicht will. Was ist denn hier bloß los? Was ist denn hier los? Wo hab ich denn das hier, passive Begleiter? Nee, wo ist denn mein... Da, Kumpelfurz. Geiler Name. Jetzt hab ich das... Nein! Scheiße, jetzt hab ich ihn... Nee, doch nicht. Oh, verdammte Axt, jetzt habe ich ihn weggeschickt. Ohne irgendeinen Auftrag. Ich habe ihn einfach so in die Stadt geschickt. Das ist doch ein Dreck, so. Alter. Geh mal in die Stadt und rammel mal den nächsten ans Bein, den du findest. Du bist so ein Held. Möchtest du den anderen Stab jetzt haben oder nicht? Weil sonst schmeiß ich ihn weg. Also verkauf ihn. Ja, verkauf ihn. Gut, das wollte ich hören. So, wo ist mein Begleiter? Da ist mein Begleiter. Wo ist der Begleiter? Da ist der Begleiter. Mein Bildschirm hängt schon wieder. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich hab meinen jetzt auch erstmal in die Stadt geschickt. Aber wenigstens mit einem Auftrag. Euer Begleiter ist fort. Im Gegensatz zu mir. Verkauft er denn die Sachen wenigstens auch oder geht er einfach nur dahin? Nee, der verkauft die. Du kannst ihm sogar sagen, dass der dir Heiltränke und so mitbringen soll. Okay, ich hoffe, ich hab denn das auch richtig kommuniziert, was er machen soll. Kommunikation? Ja, er hat von mir ein Kommuniqué erhalten. Dein Terrarium. Was steht da? Ja, ich kann das nicht lesen. Niesen? Was ist Niesen?
in Wurst, in Vitamine drin, in Schinkenwurst, Leberwurst und vor allem in Erdbeerkäse. Und Erdbeerkäse. Diese Kids von heute. Ich verstehe die Kids von heute nicht. Dann mach dein Hörgerät an. So, Günther, ich kann nicht schlafen. Das Böse schläft ja nicht. Und da habe ich schon wieder einen im Counter gehört. Jungs, wo seid ihr denn hin? Ja, weitergegangen und unseren verdammten Job gemacht. Was sonst? Ja, Monster töten. Das war die Monster. Monster Party. Eieieiei. Ich bin nur zur musikalischen Begleitung hier. Du bist Background-Sänger. Lass es bitte. Wo seid ihr denn? Weiter. Yay, mein Begleiter hat mir 1000 Gold mitgebracht. Das ist aber nett. Und ich habe jetzt gerade irgendwie in die Luft geschlagen und ich habe nicht mal diese still liegende Urne getroffen. Kann man eigentlich die Kamera drehen? Nee, ne? Nur so. Nee. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ein Boss, ein Boss. Oh Gott, ein Gegner. Ihr seid nicht hier. Ja, aber die Frage ist, wo bist du? Ganz weit weg. Das ist eine sehr gute Frage. Du bist doch rausgerannt? Ja, du bist zurückgerannt. Ihr wart ja weg. Ja, aber deswegen rennen wir doch nicht zurück, wir rennen weiter. Ich weiß ja nicht, wo ihr lang seid. Ja, nicht zurück. Ja, nicht zurück. Mama. Ja, du läufst wahrscheinlich die ganze Zeit weiter zurück, anstatt jetzt mal zu uns zu kommen. Ja, natürlich machst du's. Hilfe. Du bist klug wie Bodenstroh. Ich hab da was mitgebracht. Oh, der ist verflucht. Yay, mein Ruhm ist gestiegen. Hui, für Rum und Öre. Ich bin kaum bekannt. Okay, wie komme ich denn jetzt in das Inventar von meinem Begleiter? Links beim Charakter, da hast bei dem Pfoten. P. Symbol einfach auf der P drücken. Ah, okay, alles klar. Dann, ach, hier waren wir noch gar nicht. Kann ich irgendwas so direkt komplett Shift meinem Begleiter geben? Mit Shift-Klick gibst du die Sachen direkt, ohne die einzelnen rüberziehen zu müssen. Okay, cool. So, hier liegt noch ein bisschen Gold, das ich einsammle. Ich wünschte, mein Begleiter hätte hier so diese Goldsammelfähigkeit wie bei Diablo 3. Diese ja. Kleinen Wiesel, das wäre echt praktisch. Warte mal, da links sind ja noch mehr Gegner. Warum spielst du eigentlich noch Diablo 3, Kopfgeburt? Ich könnte es mal wieder auspacken, sagen wir so. Ja, aber ich und zwei Kommilitonen von mir, wo wollten das jetzt eventuell demnächst anfangen. Und wenn du dabei wärst, könnte man das ja eventuell auch vielleicht aufnehmen. Also ja, ich habe sagen wir so, mein Uploadplan ist momentan einigermaßen voll, deswegen aufnehmen würde ich jetzt wahrscheinlich nicht. Aber ich würde wohl mal ein Ründchen mitspielen. Okay. Oh, oh, da. Da. Okay, hier waren wir schon. Ich bin hinterm Eisenhut. So, dann lass jetzt mal endlich weiterlaufen. Genau, okay. Das hatten wir ja gerade schon. Was hast du da eigentlich für eine geile Axt? Ist das ein Stock mit einem Kreissägenblatt? Ja, das ist quasi ein steinzeitlicher Entfernungsmesser. Das ist nämlich ein Steinrad an einen Stock gebunden. Das passt überraschenderweise irgendwie. Wie schon. Agana. Das ist etwas, was sich nur jemand mit einer Kopfgeburt ausdenken könnte. Richtig. Erinnere mich an Family Guy von wegen. Ja, der ist sogar noch kreativer als die Leute, die damals das Singen erfunden haben. Umblende so eine Steinzeithülle. Und auf einmal fangen sie an, mehrstimmig zu singen. For the longest time. For the longest time. Das ist so geil, ey. Das ist sowieso das Einzige, was bei Family Guy wirklich witzig ist, die Überblendung. Ja, das, der ganze Humor, der fußt ja einfach nur darauf. Warte mal, ja. Ich habe ja noch zwei Fähigkeitspunkte, die ich dir verteilt habe. Zum Beispiel den seismischen Schlag. Das Geilste fand ich in einer Folge, wo der irgendwas Witziges erzählt hat und dann keine Überblende kam. Und er dann nur so meinte, was? Wartet ihr jetzt einfach auf eine Überblende? Es gibt keine. Geil. Oh, ich krieg ja gerade mächtig aufs Maul. Aufs Maul! Und ihr auch, wie ich sehe. Ha, wir machen alles zusammen als Team. Sogar aufs Maul kriegen. Es ist so schön. Ich möchte dieses Spiel wirklich spielen. Aber das ist doch schön. Ich meine, du stehst hier nur rum, wir machen die ganze Arbeit. Ist doch geil. Ich hab Spaß an dem, was ich tue. Ich auch. Leute, machen. Hörst du mal auf, mich zu schlagen?
Es ist so schön. Ich tue ihm weh. Ich habe eine passive Fähigkeit, die meinen Feuer- und meinen Elektrizitätsschaden um 5% steigert. Jetzt müsste ich nur noch Feuer- und Elektrizitätsschaden machen. Hilfe! Ah, wir müssen auf dieses Feld latschen, dann werden wir weiter teleportiert. Oh mein Gott! Was ist denn hier bloß los? Hab ein paar Punkte Vitalität, damit ich nicht so schnell umkippe. Mach das. Geheimnisvolles Skelett? Das ist keine gute Idee. Das ist die beste Idee. Anspielung auf den Skelettkönig? Fragezeichen? Natürlich. Nein. Nein, das wäre doch albern. Diablo war nie wieder Spiele so schnell. Oh mein Gott, wer bist du denn? Wer ist der Öffnetempel? Oh nein, ich erinnere mich. Den Boss habe ich mit einem Kollegen zusammengelegt. Wir haben ungefähr 300.000 Millionen Versuche gebraucht, wenn wir ständig. Okay, Leute, die Folge geht noch 5 Minuten, also beeilt euch. Macht Damage! Bin dabei! Also, mein Begleiter ist schon mal geflogen. Ich höre nicht auf meiner Flieder, wenn ich hier. Das ist schrecklich, ihr seid einfach immer zu leise bei mir, dass ich den Spielsound fast ausdrehen muss. Also, du weißt, dass du uns im Teamspeak lauter machst? Ja, ich weiß, aber wenn ich euch noch lauter im Teamspeak stelle, übersteuert ihr das Kopfgeburt manchmal schon. Ach, das ist doch Quatsch. Ich dachte, mein Begleiter hat mir Tränke zurückgebracht. Ja, das war genau das, was du denken solltest. Hilfe! Lebt mein Heilbot eigentlich noch? Ja, mein Heilbot lebt noch. Also zwischendurch müsste ich immer so einen Heilbuff kriegen. Wenn ich dann so ein paar Sekunden hottet. Den könnte ich auch eigentlich mal verbessern. Warum verbessere ich den eigentlich nie? Weil du egoistisch bist. Ach ja, stimmt, da war ja was. Wow! Ich habe angefangen, Damage zu machen. Ich habe das Spielprinzip verstanden. Ich habe angefangen, Damage zu machen. Und ich hab's bereut. Das Gefühl, ich bin der Einzige, der hier gerade auf den Bossgegner eindrückt. Ich hau die ganze Zeit drauf und gleichzeitig noch auf alle anderen mit. Mit meinem MC-Hammer hier. Das Problem ist, ich bin out of mana. Und irgendwie habe ich eben keine Mana-Tränke bekommen, die mein Begleiter mir mitbringen sollte. Tja. Nicht wahr, Kumpel Furz? Was? Sind die vielleicht in deinem Inventar? Oder in deinem Anus? Jetzt mal ernsthaft. Nein! Oh, hat sich da jemand zurückteleportiert versehentlich? Bevor er das ganze Gold hier eingesammelt hat? Darf ich nochmal zurücklaufen? Ja, kannst du dich nicht zu mir teleportieren oder so? Ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, das ging doch irgendwie. Woran hat das hier liegen? Die Einkaufsliste Zaubersprüche? Ich kann mich nicht zu dir teleportieren. Schade, dann musst du in den Dungeon zurück. So, aber das ist okay, weil mein Inventar ist sowieso schon wieder voll. Gut, alles klar, dann teleportieren wir zurück. Und ich würde sagen, wir haben 28 Minuten. Wäre eigentlich ein guter Punkt, einen Cut zu machen, oder? Moment, ich muss die ganze Scheiße noch einsammeln. Mach das! Und außerdem, okay. Hast du dich nicht nur zur Oberfläche teleportiert? Ja, ich wollte gerade eben zurücklaufen. Okay, dann gebe ich mal die Quest ab. Was kriegen wir denn da Schönes? Du kannst dich auch fix zu mir teleportieren. Oh, ich krieg ein Set. Eine Setwaffe, das ist ja mal geil. Oh, ist das schön. Boah, der macht mal eben. Also da, wo der Damage von meiner jetzigen Waffe aufhört, da fängt der Damage der anderen Waffe ungefähr an. Also meine alte macht 168, bis zu 168 und die macht mindestens 150. Ich glaube, ich weiß, was ich nehme. Eisenhut. Ja. Möchtest du, dass deine Zuschauerschaft noch sieht, wie du zurückläufst? Ja. Okay, dann warten wir noch etwas. Sie sollen keinen spannenden Moment verpassen. Des Laufens. Ja, nein, natürlich nicht. Also ich werde das jetzt hier einfach mal gepflegt kurz offscreen machen und mir meinen Krempel abholen und den Leuten zeigen, wenn ich was Tolles gefunden habe. So, wir nehmen hier die beste Identifikationsmarke. Gut, meine Damen und Herren, dann beenden wir mal die Folge. Ich verabschiede mich. Kopfgeburt rastet schon wieder aus. Ja, ich will nicht, dass es vorbei ist. Er möchte nicht, dass es vorbei ist. Dr. Fischi! Ich denke, dass ich es noch schaffen werde, das Spielprinzip zu kapieren und ich werde bestimmt irgendwann auch mal Schaden machen. aber dieser Tag liegt noch in einer fernen Zukunft, aber wir werden ihn irgendwann erreichen, nicht wahr, Jungs? Ja, doch, aber trotzdem, für mich wirst du immer der kleine Junge von Tatooine bleiben. In dem Sinne, tschö mit Tschüssikowski.